Hallo Freunde, ich bin's wieder, der Yesheo. Es geht weiter mit einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Heute gibt's einen Auftrag. Ich werde beim Daniel Kohler Mais ernten. Dafür brauche ich natürlich ein anderes Mähwerk für den Mähdrescher. Das kann ich mir leider nur komplett ausleihen hier. Das heißt, ich muss jetzt auf Gerät ausleihen klicken und kann mir dann meine Sachen hier unten im Shop abholen. Hier ist das Feld 18, das ich bearbeiten muss. Legen wir los. Wenn ich jetzt schon mal eine Leihmaschine da habe, dann nehme ich die natürlich auch erstmal komplett. Das ist zwar das gleiche Gerät, was ich auch besitze, aber natürlich hier Wartungskosten sparen, Spritkosten sparen und so weiter, weil natürlich alles hier mitgeliefert wird, praktischerweise. Und wir düsen jetzt eine Runde zum Feld 18. Bisschen querfeldein heute. Da ist mein Feld 18 auch schon wunderbar. Wenn wir direkt das Mähwerk aufklappen. So, Drescher ist noch zu. Gut, kriege ich auch hin. Drescher aufklappen. Und los. Wo ich hier den ganzen Mais sehe. Jetzt eine Tüte Popcorn. War das wäre doch was. Leckerchen. Glaube, so mit geraden Bahnen habe ich es trotzdem nicht. Irgendwie ist das alles sehr schief, was ich hier fahre. Ich werde auf jeden Fall hier gleich auf den Erntehelfer verzichten. Das heißt, ich fahre das Feld auf jeden Fall komplett alleine und werde mir, solange ich den Trecker hier ranhole, halt den Mähdrescher in den Stillstand bringen und das Rauschen mal ausfahren und halt darauf warten, dass ich ihn entleeren kann. Das heißt, diesmal keine Lohnkosten für den Erntehelfer hier, die ich raushauen werde. Was ich hier ganz lustig finde, was mir auch gerade so erst ins Auge fällt, seit zwei Reihen, oben der metrische Aufbau, sag ich mal, der hat ja oben so eine, ich sag mal, so eine kleine Vertiefung, ne? Rechts und links diese Klappen und in der Mitte ist es ja ein bisschen tiefer. Und wenn ich da genau zwei Reihen von dem Mais anvisiere, dann kann ich hier super gerade Linien fahren. Das ist schön. Schön, wenn ich mich da nicht verpeilen würde, sehe ich gerade. Aber gut, ein bisschen verpeilt bin ich immer. Ja, ich jetzt zum Beispiel gerade wieder was stehen lassen vorne, warum auch immer. Ja, weil ich irgendwie das mit der Reihe hier nicht so richtig gesehen habe. So, der Mähdrescher ist voll. Gerade eben festgestellt, weil er einfach so weiterheizen wollte. Und jetzt kommt erstmal das Rohr raus. Und rüber auf meinen Trecker. Nehmen wir für den Transport jetzt ganz bewusst meinen eigenen Trecker, einfach nur weil er näher dran steht, damit ich nicht vom Shop bis hochfahren muss. Wirtschaftlich ist das natürlich komplett für den Hintern. Eigentlich wäre besser gewesen, den vom Shop zu nehmen. Aber da bin ich jetzt einfach mal bequem.
Ja, läuft, wie man so schön sagt, ne? So, näher hier rüber. Go, go, go! Können wir eigentlich mal nachschauen, wie viel wir denn so vom Auftrag schon haben. Das ist klar, das fällt mache ich natürlich auf jeden Fall bis zum Ende fertig. Aber der Auftrag, da können wir mal nachschauen. Der ist gerade bei 36%. Es geht ja jetzt auch bis jetzt nur ums Mähen und noch nicht um irgendwelche weggebrachten Waren. Die Waren habe ich noch gesehen. Das heißt, da habe ich ja noch nichts in irgendeiner Form veräußert für ihn, also ist es natürlich erstmal nur der Mähfortschritt. Ich glaube, Mähen liegt immer so bei 70% und der Rest ist dann Ernte wegbringen. Und den Überschuss, den kann ich natürlich dann immer schön für mich selber verhökern. Deswegen nochmal der Tipp, wenn ihr so ein Feld hier macht, mäht es komplett erstmal ab. Lasst noch eine kleine Reserve stehen auf jeden Fall irgendwo, die ihr noch nicht wegbringt, damit ihr auf jeden Fall nicht vor Beendigung des Erntens schon diese 100% voll habt. Umso weniger könnt ihr nachher selber verkaufen. Entweder am Ende dieser Reihe oder mittendrin, das werde ich gleich sehen, wird dieser Mähdrescher auf jeden Fall wieder voll sein. Dann bringe ich das nochmal kurz zum Anhänger und setze dann halt mal an. Dann brauche ich nicht jedes Mal in den Trecker umsteigen. Steht ja nah dran. Und dieser Mähdrescher, der ist ja auch sehr, sehr schnell eigentlich. Also der fährt 40 Stundenkilometer schnell, während mein Alter ja nur 25 geschafft. Ich vergleiche das jetzt mal mit meinem eigenen, weil es ist das gleiche Modell, was ich auch stehen habe. Nur, dass dieser hier jetzt halt ausgeliehen ist. Aber ansonsten sind die Werte ja die gleichen. So, 96%. Bevor ich jetzt hier neu ansetze, werde ich das erstmal wegbringen. Ist bei dem Mähdrescher ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er hat kein Seitenlicht. Das heißt, bei dem Originaldrescher zu dem großen Schneidewerk, was ich besitze für diesen Drescher, da ist ja so ein Seitenlicht mit drin. Das heißt, das Rohr ist mitbeleuchtet. Ja, so ein Scheinlichtschein zur Seite raus. Den hat der nicht. Der leuchtet tatsächlich nur vorne hinten. Aber das reicht ja auch. So dramatisch jetzt. Dann arbeitet man schon mal im Dunkeln, ne? Wie die letzten ganzen Folgen. Auf jeden Fall. Stimmt. Aber ansonsten arbeitet man ja ein Großteil der Zeit natürlich tagsüber. Wir sind hier generell schon sehr weit gekommen. Also ich glaube, dass es tatsächlich mit der nächsten Mähdrescher Füllung erledigt sein könnte. Ja, vielleicht noch eine Reihe zusätzlich. Wir werden sehen. Da bin ich eigentlich definitiv schon im, ich sag jetzt mal,
mindestens im letzten Drittel, also nicht erst Anfang dessen. Das sollte also locker passen. Das Drescherchen ist halb voll. Ich habe noch 3 bis 4 Reihen zu fahren und es könnte knapp werden mit meiner Prognose. Machen wir das Drescherchen nochmal leer und dann kümmere ich mich um die letzten, sagen wir, 1,5 Reihen, die noch ungefähr da stehen. Ich bin mal gespannt, ob das noch alles in den Hänger passt. Ja, das passt. Sehr schön. Von der Seite angefangen habe ich tatsächlich nur noch eine einzige Reihe. Aber das wird sich oben gleich wahrscheinlich ergeben. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Reihe durchkomme. Alles wegkriege. Oben geht das noch ein bisschen auseinander, weil ich irgendwie so ein bisschen schief gefahren bin. Wie geil ist das denn bitte? Das passt genau. Das ist genau noch eine Reihe. Ach! Sauber. Ja, packt doch ein bisschen mehr rechts und links ein, wie ich dachte. Also, jo, letzte Reihe. Quasi erledigt. So, perfekt. Dann wollen wir den Rest auch noch abladen. Was wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz in den Hänger dran passen wird. Aber nicht, dass da noch Luft ist für 1600 Mais. Das war's. 533 Mais passen da nicht mehr rein. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich fahre das jetzt einfach zu meinem Silo. Und leer. Wunderbar. Dann springen wir wieder rüber auf den Trecker. So. Angekommen, Trecker ist ja schon mal eine schöne Sache. Aber wo muss das Ganze denn hin? Mais muss zum Getreidespeicher Ost. Und der befindet sich hier unten rechts auf der Map. Das heißt, wir fahren es noch ein bisschen gemütlich auf der Landstraße. Da ist er auch schon, sehr schön. Dann wollen wir mal hier rein. Und raus damit. Jetzt geht erstmal noch was im Beendigung des Auftrags. Einmal schauen, oben rechts. Und das heißt auch Feld 18 abgeschlossen und es tickt nach oben, aber ordentlich. Nochmal 10.662 Einnahmen für die Ernte und nochmal 3.165 obendrauf. Das war auf jeden Fall jetzt mal wieder eine sehr lukrative Nummer. Bevor mir das Geld gleich durch Zinszahlungen und Mietzahlungen abhanden kommt, werde ich damit meine Schulden bezahlen. Denn wenn da oben Mino steht, dann kann ich nur nichts weiter einkaufen hier. Das kostet mich nichts weiter. Wenn allerdings hier Mino steht, unten rot als Kredit, das kostet Zinsen. Dementsprechend lieber das Bargeldkonto ein bisschen niedriger halten, aber dafür den Kreditrahmen niedrig.
65.000 sind es nur noch, die ich zurückzahlen muss. Wenn man bedenkt, was ich aufgenommen habe, ist das eine sehr, sehr geile Entwicklung. Und der Tag, also an diesem Tag habe ich das ja aufgenommen. Ui, das war knapp mit dem Zug. Der habe ich schon mal weggerannt in einem der vorherigen Let's Plays. Da habe ich dann versucht, den wieder hinzustellen, den Trecker, was zum Glück auch geklappt hat, da der Hänger noch voll war. Was ich aber ursprünglich sagen wollte, ist, wir haben heute sehr gut gewirtschaftet. Wir haben jetzt 23.27 Uhr in-game. Und wenn ich gleich schlafen gehe, den nächsten Tag springe, dann kommen nochmal die Zinszahlung oben drauf und dann haben wir quasi einen Strich unter dem heutigen Tag. Das ist sehr, sehr gut. Und das werden wir jetzt erst einmal machen. So, das geht aber eigentlich. 365 Euro Kreditzinsen und 210 Betriebskosten für Gebäude. Das heißt, trotz Zinszahlung für diesen Tag bin ich immer noch im Plus. Das ist super. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen des Videos. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es hier weitergeht mit einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Bye bye.